Nun denn, in diesem Fall geht es um Kräftezerlegung, also das kann man grafisch, also zeichnerisch und rechnerisch durchführen. Man kann also Kräfte bestimmen, indem man sie einfach aufzeichnet und dann entsprechend, aber da komme ich gleich zu, mit entsprechenden Größenverhältnissen, Richtung und Richtungssinn dann ermittelt, wie das funktioniert. Ich habe hier mehrere Beispiele kurz mal vorbereitet, damit das dann schneller geht im Video. Unterscheiden wir mal im Moment erstmal drei Fälle. Die resultierende Kraft ist die Kraft letzten Endes, die sich aus mehreren Kräften zusammensetzt, sei mal in diesem Fall erstens unbekannt oder sie sei bekannt. Und dann gehe ich mal per Hangabtriebskraft, also dem klassischen Schulbeispiel, darauf ein, wie man letzten Endes auch Teilkräfte bestimmen kann. Na gut, gleich zu unserem ersten Fall. Also ich habe hier schon mal hingeschrieben, ich habe mir das gleiche Beispiel kopiert und größer gemacht. Nehmen wir mal an, die resultierende Kraft ist unbekannt. Als Beispiel sagen wir hier in diesem Fall mal, nehmen wir mal an, wir hätten hier 5 Hunde und die zerren.